Hallo liebe Zielgruppe zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Es geht um Tipps, Tricks, Sonstiges, einen schönen Wochenendausflug an der Marienburg. Das, was ihr im Hintergrund seht, und das Schöne ist, ich kann mich einfach umdrehen, das ist Schloss Marienburg. Jetzt würdet ihr sagen, was labert der da? Ich denke, das ist ein Schloss. Ja, wir waren auch sehr irritiert, wo wir das gehört, weil es ist wirklich Schloss Marienburg. Es ist die Sommerresidenz des Welfen und das ist ja immerhin das älteste oder der älteste Fürstentum, nee, das älteste Fürstentum von Europa. Es ist, jetzt muss ich gerade überlegen, einer der bedeutendsten neugotischen Baudenkmäler in Deutschland. Und wir müssen sagen, wir waren in diesem Schloss schon mal drin gewesen. Das war 2015 und zwar zu unserem zweijährigen Kennenlern-Date. Das war roundabout Ende Oktober, Anfang November. Das war richtig toll. Da hatten wir eine Führung. Die klassische Führung, Schlossführung kostet 9,50 Euro für einen Erwachsenen. Und dann gibt es teilweise immer noch andere Jubiläum. Wir hatten, glaube ich, irgendwie was mit was hast du gesagt, so ein bisschen zu hören? Kron der Könige. Kron der Könige, so. Jetzt ist es irgendwie eine Tradition, also auf Jubiläum. Und das kostet 7,50 Euro. Das könnt ihr aber im Kombi-Ticket haben. Also es gibt immer die klassische Führung und eine besondere Führung, weil die haben immer wieder andere Führungen. Kombi-Ticket 14 Euro. Und dann könnt ihr da auf den Turm klettern. Da war ich auch drauf. Ich frage mich, wie das passieren konnte, aber ich wurde überredet. Der Turmaufstieg kostet 4 Euro. Sie sind auch im Winter geöffnet. Empfehlen würden wir euch das auf jeden Fall im Sommer. Das ist ein richtig toller Spot. Und dann auch, ihr Muggel, ihr müsst jetzt alle mal weghören. Hier kann man auch wunderbar geocachen. Auch das gibt es hier in dem Bereich. Also wer daran Spaß hat, ist auch ideal. Und man kann schön spazieren gehen. Man sollte bloß rechtzeitig, gerade so Ende Herbst, spazieren gehen, weil es könnte früher dunkel werden. Und dann wird es kritisch, das hatten wir. Wir zeigen euch nichts vom Schlossinneren. Aus dem einfachen Grund, wir waren da schon mal drinnen und wir empfehlen euch, geht rein. Es lohnt sich wirklich. Und wenn ihr hier in der Gegend seid, da gibt es auch den einen oder anderen Stellplatz, wo ihr euch hinstellen könnt. Das werden wir euch aber gleich sagen. Dieses Schloss, wie gesagt, Schloss Marienburg, empfehlen wir euch, macht da mal einen ganzen Tagestrip inklusive den Spaziergang rundum. Also wirklich im Wald lang, das sind richtig schöne Wanderwege, das empfehlen wir euch, das ist so ein Tag. Macht rundum ein ganzes Wochenende draus, weil wir haben da zwei Plätze. Es gibt einmal einen Parkplatz, einen Sportplatz, über Park4Night findet ihr das. Wir blenden euch das aber auch jetzt hier ein. Oder es gibt so einen kleinen Picknickplatz, der ist gar nicht mal so weit in der Richtung entfernt. Auch das über Park4Night zu finden, blenden wir euch natürlich auch. Und auch unten in der Beschreibung steht es auch. Wunderschön. Und dann könnt ihr euch hier noch viel mehr angucken, denn hier gibt es auch alte Klöster. Die Innenstadt von Hannover, Hildesheim, ist auch nicht weit entfernt. Also hier rundherum, wir empfehlen euch, macht auf jeden Fall mal einen schönen Wochenendtrip hier rund um Schloss Marienburg. Wir
ihr da hinten erkennen könnt, da ist die Marienburg, also Schloss Marienburg, und wir sind hier auf dem Platz vom TSV Schulenburg. Schulenburg, das ist neuerdings ein Ortsteil von Pattensen. So groß wie der Ort ist, hätte sein, war das früher mein eigenständiger Ort. Und hier ist ein Parkplatz, direkt am Sportplatz. Wenn Stefan sich mal so drum dreht, machen wir die andere Richtung. Drehen wir andersrum, genau. Da sehen wir einen klassischen Fußballplatz vom TSV Schulenburg. Und hier sind ungefähr 10 Plätze. Natürlich, normale Autos passen hier viel mehr hin, aber so Camper könnten hier 10 Stück hinstehen. Und dann habt ihr es wirklich nicht weit bis dorthin. Das kann man wunderbar zu Fuß laufen. Also toller Platz. Natürlich keine Sanitäranlagen. Auch das Vereinsgebäude kann man natürlich nicht mitnutzen. Es ist einfach nur rein zum Stehen ein kostenloser Parkplatz. Wir sind jetzt auf dem zweiten Platz, der in der Nähe vom Schloss Marienburg ist, und zwar in Nordstemmen. Das ist ein Platz, wo aber eindeutig draufsteht, Zelten verboten, offenes Feuer und bitte Müll, also bitte sauber halten. Wenn man jetzt hier umher filmt, sieht man leider, das machen nicht sehr viele. Deshalb gehe ich davon aus, dass hier auch wirklich gesagt wird, hier soll man bitte nicht mehr übernachten, weil laut Park for Night steht drin für eine Übernachtung. Das möchten wir einfach mal bezweifeln, dass das so ganz gern gesehen ist. Man könnte theoretisch dort grillen, das ist so ein Schotterplatz. Wenn man es wollte, wird mindestens vom Park for Night angewiesen oder ausgewiesen. Wir würden euch empfehlen, für eine kleine Rast ideal, wenn ihr übernachten wollt, also euch ausruhen wollt, ne? Nicht übernachten, sondern euch ausruhen wollt, dann zeigen wir mal noch dort. Dort ist ein LKW und davor stehen, da auf der Seite könnte man theoretisch sich hinstellen. Auf der linken Seite geht es nicht, weil da ist ein Sportplatz und da ist eindeutig nur für Sportplatzbesucher es ausgeschildert. Also wenn man hier in der Nähe ist, könnte man rein theoretisch sich dort hinstellen. Hier, wie gesagt, im Picknick, aber bitte, oder unsere Bitte, nimmt bitte euer Müll mit und lasst es nicht so, wie es hier gerade ist, weil das ist echt schade. Wir sitzen wieder in unserem Bulli und genießen jetzt ein leckeres Stück Kuchen. Stefan zeigt euch das jetzt mal. Eine schöne Zitronenrolle und ein Schokopuddingkuchen. Müsste das sein? Richtig. Ja, den haben wir uns mitgenommen. Und damit ihr seht, also wir zeigen euch jetzt hier nicht nur das Schloss Marienburg. Stefan kann auch mal kurz nochmal hinzeigen, damit ihr seht, wir stehen da relativ in der Nähe. Das ist aber nur so ein Parkplatz. Schlafen, muss man sich überlegen, weil halt die Straße direkt an der, dort hinten da vorne ist. Das ist ja, glaube ich, der Kreisel. Ich glaube, den kann Stefan auch zeigen. Ne? Und jetzt muss ich gucken. Ja, das müsste passen noch. Ja, auf jeden Fall. Man kann sich überlegen, ob man das macht. Muss jeder selbst wissen. Auf jeden Fall, wir machen selber jetzt so einen Tagesausflug, weil es einfach wunderbar ist. Und wir empfehlen euch das. Macht es auch mal. Und dann würde ich sagen, dann war es das auch schon von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann gerne liken, teilen und auch abonnieren. Das würden wir uns sehr freuen. Und ja, wenn ihr auch tolle Tipps habt, gerne mal runter. Wir sind auf eure Tipps natürlich brennend gespannt. Und dann würde ich sagen, habt einen schönen, schönes Wochenende, schöne Urlaubszeit, je nachdem, was ihr macht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder hier bei Kreuzfahrt Bulli. Ciao, ciao.